Hallo und herzlich willkommen bei Plottertante. Ich möchte mit euch heute gerne ein Endlosmuster erstellen. Das heißt, wir erstellen ein Musterquadrat, welches, wenn man es dupliziert, nach rechts, links, oben oder unten, sich immer weiter ergänzt und man sieht nicht, wo es beginnt und wo es endet. Das heißt, ihr könnt die Größe ganz flexibel dann anpassen auf das, was ihr eben braucht. Ihr könnt es als A4 auch ausdrucken, eigene Schachteln dann aus diesem Papier schneiden und so weiter. Hier habe ich ein Beispiel vorbereitet. Das sind meine Ginkgo-Blätter mit ein paar Farbtupfen. Und ihr seht, wenn ich dieses hier nach rechts dupliziere, dass ein nahtloses Muster entsteht. Das Ganze geht auch nach unten. Und ich kann das eben mir so aufbereiten, wie ich es brauche. Das Ganze geht ganz einfach. Und ich muss sagen, ich habe dieses Tutorial jetzt, glaube ich, nämlich zum vierten Mal auf, weil ich jedes Mal drauf komme, dass es ja eigentlich noch einfacher geht. Und jetzt zeige ich euch die einfachste Variante, auf die ich jetzt gekommen bin. Als allererstes erstellen wir ein Quadrat. Ich nehme die Maße 5x5, wobei hier es eigentlich keine Rolle spielt. Es muss nur quadratisch sein. Also nehmt das, was euch irgendwie am einfachsten fällt, damit zu arbeiten. Ich gebe dem Ganzen auch eine schöne Hintergrundfarbe. Und das ist unser Ausgangsquadrat, in welches wir unsere Designs legen. Ich habe mir dazu mein Logo vorbereitet. Jetzt zoome ich ein bisschen hinein. Und das Ganze ist jetzt im Hintergrund, gebe ich in den Vordergrund, damit ich es auch auf mein Quadrat drauflegen kann. Und hier ist jetzt wichtig bei dieser Methode, das soll nicht symmetrisch sein. Das heißt, im Idealfall schaut dann unser Muster, man erkennt nicht genau, wo es sich zu wiederholen beginnt. Das ist ein bisschen, also eben nicht immer wieder gleich vertikal oder horizontal gespiegelt, sondern ein bisschen durcheinander. Dazu lege ich hier meine Motive. Ihr könnt natürlich auch mehrere unterschiedliche nehmen. Es muss nicht nur eines sein. Es kommt ganz darauf an, was ihr eben erstellen wollt. Legen wir hier einfach gemischt ab. Wichtig ist eventuell darauf zu achten, dass es so ein bisschen diese Form bekommt, so von links unten nach oben, nach rechts in die Mitte und unten, so eine Art Form, dass die Ecken ein bisschen freigelassen werden. Aber im Prinzip spielt das jetzt nicht ganz so eine wichtige Rolle. Kommt dann halt einfach das Endergebnis an. Wenn ihr es ein paar Mal gemacht habt, dann bekommt man auch ein bisschen ein Gefühl dafür. Ich spiegel das Ganze auch noch ein bisschen und drehe das, dass es nicht alles in die gleiche Richtung immer schaut. Das heißt dann auch, manche sagen da Diamantenmethode dazu, weil das irgendwie so ein bisschen nach einer Art eines Diamanten ausgerichtet wird. Und einmal noch geben wir ein Bild in die Mitte. Wichtig ist, schon darauf zu achten, dass in etwa die Abstände der Elemente untereinander, dass die in etwa ähnlich sind. Ja, dass die nicht da alle hier oben sitzen und unten ist eins vereinzelt, sondern dass die zueinander ungefähr ähnlich sind. Wenn wir dann zufrieden sind mit unserer Anordnung, wird alles gruppiert. Mit dem Tastenkürzel Command G oder Steuerung G kann man auch die Gruppierung mit dem Shortcut erstellen und haben den ersten Teil jetzt bereits erledigt. Jetzt markieren wir unser Musterquadrat, was wir erstellt haben, und duplizieren es. Einmal nach rechts, einmal nach unten, einmal nach links. Und damit wir hier auch nichts mehr verstellen können, markieren wir wieder alles und gruppieren das Ganze. Jetzt brauchen wir wieder ein Quadrat mit den Maßen 5x5. Ich ziehe mir das nochmal auf, stelle die Maße exakt ein und gebe dem Ganzen eine Farbe, damit man es besser sehen kann, vor allem hier am Bildschirm. Und hier, weil mich die roten Linien hier stören, markiere ich mir das Ganze und stelle die Linien auf unsichtbar. Ja? Ich brauche jetzt hier genau ein Quadrat, was hier im Zentrum angelegt ist. Das heißt, dieses 5x5 Quadrat und dieses große Quadrat, die markiere ich beide gemeinsam und gebe die Mittelpunkte übereinander.
Und wenn ich jetzt von diesem inneren Quadrat Transparenz etwas erhöhe, warum lasst er mich da? Jetzt habe ich es bewegt. Da ist ganz wichtig, ihr habt gesehen, ich habe das markiert und ein bisschen verrutscht. Das ist ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, dass es nicht passiert. Ihr markiert beides, gebt es wieder die Mittelpunkte übereinander. Und wichtig, es darf nicht mehr verrutscht werden, sonst stimmt am Ende euer Endlosmuster nicht zusammen. Ich erhöhe hier die Transparenz, weil jetzt erkennt man, so durchblitzen unser Musterquadrat, um welches es gehen soll. Und das müssen wir jetzt nur noch von hinten abziehen. Das geht leider nicht mit Abschneiden. Hier müssen wir uns einem kleinen Trick behelfen. Und zwar als allererstes erstellen wir ein Offset von diesem Quadrat. Die Größe spielt jetzt nicht wirklich eine Rolle. Es soll einfach so groß sein, dass ihr es gut sehen könnt. Es darf nur nicht größer werden als euer Hintergrund. Dann fügen wir das hinzu. Und wer mag, kann dem Ganzen auch eine Farbe geben, damit das besser erkennt. Das hintere Offset-Quadrat und das vordere Quadrat werden gemeinsam markiert mit gehaltener Shift-Taste, dann rechte Maustaste, verknüpfter Pfad erstellen. Das bewirkt, dass nur unser gelber Rahmen noch übrig bleibt und wir erkennen hier das Quadrat, welches wir haben wollen. Und das funktioniert jetzt, indem wir den gelben Rahmen von dem Hintergrund abziehen. Das heißt, der Rahmen ist schon markiert, gehaltene Shift-Taste und die gruppierten hinteren Quadrate werden gemeinsam ausgewählt. Dann gehen wir hier auf Modifizieren und Subtrahieren und haben es dann geschafft, dieses Quadrat zu isolieren. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, kann man das als Gesamtes auf die Seite ziehen und das ist euer Musterquadrat. Da aber hier noch ein relativ großes Stückchen frei geblieben ist, können wir hier noch etwas hineingeben. Ich habe jetzt hier kein Logo von mir übrig gelassen. Das habe ich jetzt nicht schlau gemacht. Nehme ich hier dieses, gebe das in den Vordergrund, damit das auch da drüber liegt und kann hier noch quasi auffüllen. Ihr nehmt einfach jenes Muster, was euch da gefällt und positioniert das irgendwie noch in die Mitte oder achtet halt auch, bei mir sind jetzt halt hier die Ecken abgeschnitten, weil ich da einfach jetzt vergessen habe, mir ein Ganzes aufzuheben. Sollte normalerweise natürlich nicht so aussehen, aber ich glaube, ihr wisst, um was es geht. Dann positioniert ihr das Ganze, markiert alles, erstellt eine Gruppierung und wir sind auch schon fertig. Das heißt, das kann ich hier mal löschen. Das brauchen wir alles nicht. Und unser Musterquadrat kann jetzt dupliziert werden nach rechts. Ich kann alle markieren, nach unten duplizieren und schon habe ich mein Endlosmuster erstellt. Und das in unter 9 Minuten. Also, ich hoffe, es war nachvollziehbar für euch. Das ist wirklich die schnellste Variante, das zu machen, auf die ich draufgekommen bin. Mein erstes Video hat über 20 Minuten gedauert. Wenn es dazu Fragen gibt, kommt doch gerne in meine Facebook-Gruppe Plottertante, schreibt mir eine PN, schreibt mir eine E-Mail, so gut ich kann, antworte ich euch zurück. Und ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Erstellen eurer eigenen Endlosmuster. Und ich würde mich natürlich freuen, das eine oder andere bei mir in der Gruppe zu sehen, damit ich auch weiß, was ihr denn damit so alles anstellt. Also, ich freue mich drauf, bis zum nächsten Mal. Tschüss!